Sie ist Ausschankwagen und Messestand gleichermaßen. Die neue Bockbierkutsche der Einbecker Brauhaus AG. Mit einem Brauherrenpilz wurde sie jetzt durch Vorstand Martin Deutsch und die Marketingverantwortlichen Ingo Schrader und Ulrich Meiser getauft. Das Unikat ist von der Wagnerei Brohm aus dem Odenwald in Handarbeit mit viel Eschenholz innerhalb von 6 Monaten entwickelt und gebaut worden. Die gut 7 Meter lange, 2,50 Meter breite und 3,30 Meter hohe Einbecker Bierkutsche mit den markanten Holzspeichenrädern ist mit modernster Technik ausgestattet, unter anderem mit 6 Fassbierleitungen. Erstmals zum Einsatz kommt die Bockbierkutsche bei der Internorga in Hamburg vom 17. bis 21. März.